Der letzte noch lebende Staatsanwalt des Frankfurter Auschwitz-Prozesses ist Gerhard Wiese. Er war damals der jüngste von den vier Anklägern. Er bereitete mit seinen Kollegen die Anklageschrift gegen die SS-Führer Wilhelm Boger und Oswald Kaduk vor. 1,5 Jahre blickte er den Mördern ins Gesicht. Ja, natürlich war es zunächst schon belastend, von morgens bis abends nur Mord und Totschlag zu hören und Zustände und Berichte, wie es im Lager war. Aber es ist halt so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man gewöhnt sich daran, an diesen Umgang. Und man geht auch auf innere Distanz zu diesen Dingen. Das kann man nicht so an sich ranlassen. Gerhard Wiese ist 1928 geboren, macht 1947 Abitur. Er studiert Jura, zuerst in Berlin, dann in Frankfurt. Hier bleibt er. Geheiratet, eine Frankfurterin. Und damit war das Schicksal für Frankfurt besiegelt. Er wird Staatsanwalt in Frankfurt und im Spätsommer 1962 wird er schließlich gebeten, bei der Anfertigung der Anklageschrift für den Auschwitz-Prozess zu helfen. 1,5 Jahre braucht er dafür zusammen mit seinen Kollegen. Am Ende ist die Anklageschrift 700 Seiten lang. Wilhelm Boger war Oberscharführer im KZ und vernahm Häftlinge, wenn sie vermeintliche Fehltritte begangen hatten. Wenn der Häftling sagte, nein, das war ich nicht oder das war nicht so, wurde er geschlagen. Und wenn dann immer noch nicht die Antwort kam, die Boger hören wollte, kam er auf die sogenannte Bogerschaukel, das heißt mit Knien über eine Stange gelegt und wurde dann auf den Bauch geschlagen, auf den Leib geschlagen, bis er notgedrungen die Aussage machte, die Boger erwartete. Oder er fiel eben schwer verletzt oder tot auf den Boden. Kaduk war als Lagerführer für die Ordnung verantwortlich. Die Appelle morgens und abends wurden von ihm geleitet. Und wenn er mit einem Häftling nicht zufrieden war, also die mussten die Mütze ziehen, um den SS-Mann zu grüßen. Und wenn er das zu spät machte oder gar vergaß, wurde er von Kaduk getreten und geschlagen. Und dabei sind leider einige Häftlinge auch zu Tode gekommen. Kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember 1963, beginnt der Auschwitz-Prozess im Frankfurter Römer. Die Angeklagten sitzen währenddessen neben ihren Verteidigern, ringsum Polizeibeamte. Die Angeklagten verhalten sich ruhig, schreien nicht, toben nicht. Eine Auffälligkeit gab es immer. Der Angeklagte Kaduk, Lagerführer in Auschwitz, eine recht üble Gestalt, relativ groß und sprang bei der Befragung durch das Gericht immer auf, nahm stramme Haltung an, antwortete kurz und prägnant mit Nein, ja, das war ich nicht, das habe ich nicht getan. Und setzte sich wieder. Bei der Urteilsverkündung bekommen die beiden Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe. Bis zu ihrem Lebensende verbringen sie diese auch im Gefängnis. An manchen Tagen war ich sehr froh, wenn ich aus dem Justizgebäude rauskam und in der überfüllten Straßenbahn das Leben wieder um mich hatte und nicht nur Tote und Vergaste und Verbrannte. Das war schon ganz hilfreich immer wieder, dass man in die Gegenwart zurückkam dann. Gerhard Wiese ist mittlerweile seit 27 Jahren in Rente. Er ist häufig an Universitäten und Schulen, um von dem Auschwitz-Prozess aus erster Hand zu erzählen. Denn heute, 75 Jahre nach Kriegsende, breiten sich Hass und Nationalismus in Europa wieder weiter aus. Jetzt kann der Wiese auch. Die Anfänge sind da. Und da kann man nur geschlossen gegensteuern und eben versuchen, auch mit Jugendarbeit und diesen Dingen die Jugend wachsam zu halten, dass sie
die Dinge im richtigen Auge behält und sich entsprechend verhält. Das war ein Beitrag aus dem Maintower Kriminalreport. Fragen bitte in die Kommentare, Hinweise direkt an die Polizei. Alle anderen aktuellen Fälle seht ihr hier. Die anderen Sendungen, die gibt es hier. Und wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, dann gerne hier.